Und mit diesem Schrei wache ich auf. Es ist ein markerschütternder Schrei. Ein Schrei, der seit 15 Jahren in meinen Ohren ertönt. Oho! Aber... Das ist nur ein Traum, oder? Oder? Allein dieser Gedanke hält mich seit 15 Jahren bei Sinn. Aber was ist, wenn ich mich irre? Was ist, wenn es wirklich so war? Man sagt, dass manche Menschen Erinnerungen verdrängen, zum Selbstschutz. Vielleicht war ich es, der meinen Vater tötete. Was? Wenn Sie es sich genau überlegen, ergibt das einen Sinn. Nehmen Sie Rache an Miles Edgeworth. Stellen Sie sich vor, dass Yugi tatsächlich unschuldig war. Darum wollte er sich an mir rächen. Warten Sie, Edgeworth, Sie meinen... Ich war es. Ich war der Verbrecher im Fall DL6. Ich erschoss meinen Vater. Das ist schlecht. Was machen wir, Nick? Was können wir tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas machen können, ob es uns gefällt oder nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der sich mit dem Fall DL6 auskennt. Es gibt jemanden, Nick. Es gibt noch jemanden, der sich mit DL6 auskennt. Ja, das weiß ich doch. Dass wir den doch noch besuchen können hier. Hallo. 27. Dezember, Anwaltskanzlei Grossberg. Ach ja, Herr Grossberg, hallo. Ach, guten Tag, was ist los? Sie sehen so besorgt aus. Natürlich, ich kann nicht glauben, dass Sie nicht besorgt sind. Oh je. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir einfach, was passiert ist, okay? Es ist... Und Maya erzählte alles. Ich verstehe. Edgeworth hat also geträumt, dass er seinen Vater ermordet hat. Es ist nur ein Traum, nur ein Traum. Ich frage mich... Für was? Wenn das so ist, warum sehen sie dann beide so besorgt aus? Nun... Bedenken Sie Folgendes, Yugi hielt einen tiefen Hass gegen Miles Edgeworth. Der Hass sitzt so tief, dass er wegen Mordes vor Gericht bringen will. Das führt mich zu der Annahme, dass der Edgeworth-Traum kein Traum war, sondern die Realität. Wie Sie es geahnt haben. Der Miles Edgeworth warf die Pistole, um seinen Vater zu retten. Dabei löste sich ein Schuss. Und schon war es passiert. Nein, das glaube ich nicht. Yugi wurde wegen des Mordes angeklagt und seine Karriere als Gerichtsdiener war vorbei. Und darum wollte er Rache an Miles Edgeworth. Es war seine letzte Chance, denn die Verjährung stand kurz bevor. Ich will nicht so viel mit ihm reden, ich finde ihn doof. Was wissen Sie über Edgeworths Vater? Er war ein Strafverteidiger, der seinesgleichen suchte. Das klingt zwar banal, aber es stimmt. Der sah aus wie Matthias Opfenhöfe. Guck doch mal. Da. Da bin ich doch recht, oder? Nun, vielleicht gab es jemanden, der ihn eben gut war. Ihre Mentorin, Mega Faye. Meine Schwester? Gregory Edgeworth verabscheute er von Kramers Methoden. Das überrascht mich nicht. Von Karma ist extrem. Für ihn sind falsche Aussagen und Beweise nichts Besonderes. Das Resultat, eine perfekte Siegesbilanz vor Gericht. Um ihn zu schlagen, versuchte Gregory Edgeworth auf seine Methoden aufmerksam zu machen. Und? Er verlor und starb voller Verzweiflung. Ich verstehe. Als Gregory Edgeworth getötet wurde, wandte sich die Polizei an Moi Medium. Das war ihre Mutter, Misty Faye. Ich bin Gregory Edgeworth und wurde ermordet. Mein Mörder war der Gerichtsdiener, Yanni Yugi. Und dennoch wurde Yugi freigesprochen. Da hat unsere Mutter uns verlassen und stempelte sie als Betrügerin ab. Stimmt, alle glaubten das. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, es scheint, als sei es Gregory Edgeworths Geist gewesen, der log. Gregory Edgeworth muss gewusst haben, wer ihn erschoss. Das glaube ich nicht. Sie meinen also, dass er falsch aussagte? Sie meinen, Edgeworth log, um seinen Sohn zu beschützen?
Das ist nur eine Möglichkeit, aber ich halte das für... Aber es ist eine Möglichkeit. Ja. Diese Möglichkeit haben wir dann auch abgegrast. Kann ich ihm noch irgendwas zeigen? Zum Beispiel den Brief? Oho, das ist also der Brief. Es scheint, als wäre Yogi seinem Inhalt gefolgt, als er Hammond umbrachte. Aber warum hätte er Robert Hammond umbringen sollen? Hammond war ein begnadeter Verteidiger. Aber er verteidigte seine Mandanten nicht in deren, sondern in seinem Interesse. Hä, in seinem Interesse? Er glaubte seinen Mandanten nicht. Er glaubte nur an seine Fähigkeiten. Aber er hatte doch einen Freispruch erreicht. Warum also? Es war etwas anderes, meine Liebe. Er gewann diesen Freispruch nur um seinetwillen. Yogi war zwar freigesprochen worden, aber er war sozial ruiniert. Hä? Das werden Sie gleich verstehen. Warten Sie. Was ist? Dieser Brief. Ich kenne diese Handschrift irgendwoher. Wessen Handschrift ist das? Wissen Sie, wer das geschrieben haben könnte? Nein, nein. Oh, fuck. Könnte es Manfred von Karma gewesen sein? Von Karma? Warum sollte er etwas damit zu tun haben? Nun, ich bin mir nicht sicher, aber... Von Karma. Bewachen Sie, Sie haben recht, mein Junge. Das ist von Karmas Handschrift, da bin ich mir sicher. Ich kenne sie noch von den ganzen Gerichtsunterlagen. Was? Aber das heißt ja, derjenige, der Herr Yogi zum Mord aufforderte, war... Korrekt, Manfred von Karma höchstpersönlich. Was bedeutet das? Warum sollte von Karma Edgeworth ruinieren wollen? Oha. Hätte von Karma tatsächlich diesen Brief verfasst, dann wäre er die Wahrheit gekannt. Er hätte gewusst, dass Miles Edgeworth seinen Namen, seinen Vater, aus Versehen tötete. Ich schätze, dass er morgen vor Gericht das Gleiche sagen wird. Es wird so lange betonen, dass bis Miles Edgeworth schuldig gesprochen wird. Oh nein. Aber warum weiß von Karma so gut über Herrn Edgeworths Vergangenheit Bescheid? Selbst Herr Edgeworth glaubte, dass es nur ein Albtraum war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass von Karma sowohl hartnäckig als auch perfektionistisch ist. Vielleicht wollte er sich an Gregory Edgeworth rächen, indem er seinen Sohn schadet. Wie meinen Sie das? Vor 15 Jahren trafen sich von Karma und Gregory Edgeworth vor Gericht und von Karma gewann. Aber er kam nicht unbeschadet aus der Verhandlung heraus. Was passiert im Prozess zwischen Edgeworth Vater und von Karma? Von Karma erachtete den gewünschten Schuldspruch und er gewann den Prozess. Aber Gregory Edgeworth beschuldigte von Karma, Beweise gefälscht zu haben. Und obwohl er den Prozess verlor, stand der Edgeworths Anschuldigung im Raume. Gefälschte Beweise? Es war der letzte Makel, mit dem man von Karma in seiner Karriere zu kämpfen hatte. Gregory Edgeworth hat von Karmas perfekte Siegesbilanz seine Quellen zugeführt. Wow! Das muss ein ziemlicher Schock für von Karma gewesen sein. Dann nahm er erstmal für einige Monate Urlaub. Urlaub? Ja, ziemlich ungewöhnlich für ihn. Es war der erste und bisher einzige Urlaub in seiner langen Staatsanwaltskarriere. Echt? Er nimmt sonst nie Urlaub? Zum Beispiel, um ins Meer und in die Berge zu fahren? Sagen Sie nicht, dass er noch nie in Europa war? Du hast komische Vorstellungen von Urlaub, Maya. Jedenfalls, es war das einzige Mal, dass er Urlaub genommen hat. Ich glaube, dass dieser Makel ihn sehr zu schaffen machte. Seltsam. Wenn es ihm so sehr um eine makellose Bilanz ging, warum hätte er eine so lange Pause machen sollen? Das machen wir, Nick. Von Karma wird den Fall DL6 ins Spiel bringen, darauf kannst du wetten. Was, wenn Herr Edgeworth sich im Fall DL6 für schuldig bekennt? Das werde ich nicht zulassen. Ja, Herr Breit, meine ich. Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, aber ein versehentlicher Mord ist immer noch ein Mord, falls Sie das wissen. Das weiß ich. Ich glaube aber an Edgeworths Unschuld. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden umgebracht hat. Aber Nick, Edgeworth hat es doch gestanden. Sein Vater muss ihm tot gelogen haben, um ihn zu schützen. Es ist mir egal. Ich weiß, dass er unschuldig ist.
Herr Breit, wenn Sie so davon überzeugt sind, kann ich das ja nochmal überprüfen. In den Polizeiakten können Sie da was von Interesse sein. Herr Grossberg, vielen Dank. Ich kann nichts versprechen. Die Chancen, etwas zu finden, stehen schlecht. Ich verstehe. Die Polizeiunterlagen. Danke, Herr Grossberg. Mit deinem Man-Booster. Man-Boobs. Moin, Edgy Poo. Warum hat er denn die Handschrift von Karma nicht erkannt, wenn er doch der Lehrling war? Ach, keine Ahnung. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hier ist kaum jemand. Sie suchen wohl alle nach dem Alten, nach Yogi. Ah, Sie sind es. Ich glaube nicht, dass Gumshoe heute noch zurückkommt. Er ist unterwegs und sucht jemanden. Hört sich an, als sucht Gumshoe tatsächlich. Vielleicht können wir noch mal einen Blick ins Archiv werfen. Nun, ich kann nicht jedem Zutritt gewähren, aber ich glaube, dass Herr von Karma sich sowieso gerade dort umsieht. Solange er da drin ist, können Sie auch hinein. Von Karma? Ja, er ist gerade eingetroffen. Von Karma ist im Archiv. Nick, schnell! Los geht's. Ist die Schublade immer offen gewesen? 27. Dezember, Polizeirevier, Archiv. Staubig wie immer. Wir waren erst gestern hier. Bestimmt hatten sie noch keine Zeit zum Saubermachen. Was ist los, Nick? Nichts. Ich habe gerade festgestellt, dass er nicht da ist. Von Karma. Hä? Eine dieser Schubladen ist offen. Es muss jemand vor kurzem hier dort hinten hineingesehen haben. Auf dem Schild steht, ungelöste Fälle, Beweise. Ungelöste Fälle? Nick, die Akte zum Fall DL6, die Schublade ist leer. Was? Was machen Sie hier? Von Karma. Sie. Woher wissen Sie, wer ich bin? Hä? Kennen wir uns? Was sagen Sie da? Wir sehen uns jeden Tag, oder nicht? Wir sind die Verteidiger von Miles Edgeworth. Verteidiger? Tut mir leid. Wie Sie sehen, erinnere ich mich kaum an. Strafverteidiger. Sie sind wie Ungeziefer für mich. Nutzloses Gesocks, das man zertreten sollte. Man merkt, dass dieser Kerl Edgeworths Mentor war. Oh nein, gib mir die Beweise, du Arsch. Herr Edgeworth war Ihr Schüler, nicht wahr? Ein Romantiker, der seine amateurhafte Art nie ganz abschütteln konnte. Genau wie sein Vater, immer nur Zweiter. Herr von Karma, Sie hatten ein Problem mit Gregory Edgeworth, nicht wahr? Ich? Ein Problem mit einem einfachen Strafverteidiger? Warum sollte ich? Vielleicht, weil er Ihrer makellosen Siegesbilanz eine Delle zugefügt hat? Also ja, aber was ich nicht verstehe ist, warum Sie seinen Sohn unter Ihre Fittiche genommen haben. Den Sohn Ihres erbittertsten Rivalen? Das, mein verehrter Herr Anwalt, geht Sie nichts an. Morgen ist der letzte Tag des Prozesses. Es ist eine Weile her, dass ein Verteidiger so lange durchgehalten hat. Dennoch werden Sie am Ende verlieren. Miles Edgeworth wird seine Schuld eingestehen. Sie meinen seine Schuld von vor 15 Jahren? Sie sind ein fleißiger Rechercheur, das muss ich Ihnen lassen. Wenn Sie schon Ihre Hausaufgaben so gut erledigen, dann verstehen Sie sicher. Sie wissen, was Miles Edgeworth morgen vor Gericht sagen wird. Wir hatten recht. Von Karma wird den Fall DL6 morgen vor Gericht aufrollen. Okay. Ich mache jetzt mal was ganz Dummes. Herr von Karma, sehen Sie sich das mal an. Das waren Sie, nicht wahr? Sie wiesen Yanni Yogi an, einen Mord zu begehen. Yanni Yogi? Wie viele Jahre mag es her sein, dass ich diesen Namen gehört habe? Er ist ein Dummkopf. Ich sagte ihm, er solle das verbrennen, nachdem er es gelesen hat. Sie geben es also zu. Sie schrieben Herrn Yogi diesen Brief. Ja, verehrter Herr Anwalt. Danke für die Mühe, ihn zu mir zu bringen. Sie haben mich damit vor einigen Unannehmlichkeiten bewahrt. Was? Nick, was ist das? Hey.
Ein Elektroschocker zur Selbstverteidigung normalerweise. So ist es. 600.000 Volt durchjagen ihren Körper wie bei einem Hund in einem elektrischen Zaun. 600.000? Oh, keine Sorge, es ist nicht tödlich, normalerweise. Geben Sie mir jetzt den Brief. Nein! Nein! Uah, was machen Sie, hey? Nick, lauf weg! Maya! Aus dem Weg! Megavolt! Er hat uns. Der Brief ist futsch, natürlich. Und er hat die DL6-Beweise auch. Alle! Nun stehen wir wieder am Anfang. Warte, Maya sprang zuerst. Maya, geht es ihr gut? Maya! Maya, mach die Augen auf! Maya! Der Brief, hat er ihn? Hä? Oh ja, geht es dir gut? Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich sprang so schnell es ging, aber der Schuss von diesem Ding hat mich voll erwischt. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Weder zum Anwalt noch zum Medium. Ich kann noch nicht mal meine Schwester rufen. Nicht mal jetzt, wo wir sie am dringendsten brauchen. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr aufgewacht. Oh. Maya! Es muss eine Möglichkeit geben, wie ich ihr helfen kann. Ich sollte lieber erstmal was für ihr Selbstvertrauen tun. Maya, sie hat etwas in der Hand. Was ist das? Eine Kugel? Fall DL6 Beweisstück Nummer 7 aus dem Herz von Gregory Edgeworth. Ich erinnere mich. Von Karma hielt sie in der Hand, als Maya ihn ansprang. Ich beweise es dir, Maya. Du bist alles andere als nutzlos. Ich beweise es dir morgen vor Gericht. Und wie ich immer so schön sage, ich finde, wir sehen uns dann morgen vor Gericht. ja, dann setzen wir zur letzten erbittertsten Schlacht in diesem Spiel an und ja, dann hauen wir mal dem von Karma richtig auf die Nase. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also ich freue mich schon, bis dann.